Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Wir sind wieder am Start. Im letzten Part haben wir die staubtrockenen Ruinen beendet, haben den Boss bezwungen und wir sind auf jeden Fall eine ganze Ecke stärker geworden. Und wir haben richtig coole Erfahrungspunkte gebasht. So, bevor es denn aber jetzt so richtig weitergeht, erstmal schön auf den Willi draufhauen. Ist auch nur einer. Was ist denn da los? Ja, unser Hammer ist jetzt richtig stark. Wir haben Erdbeben, Anti-V-Hieb. So, ich hau einfach nochmal drauf. Das sollte locker reichen. Wir machen ja mittlerweile 4 Schaden mit einem normalen Hammerhieb. Viel zu krass. Kriegen aber auch nur noch einen Erfahrungspunkt. Boah, ich weiß gar nicht, in was ich investieren würde, wenn wir jetzt als nächstes wieder ein Level aufsteigen. Ich bin mir echt unschlüsselig. Unschlüsselig, ja. Gut, Leute, ich habe auf jeden Fall in der Wüste noch ein bisschen was zu erledigen. Denn wir haben auf jeden Fall noch 2 Secrets, denen wir nachgehen müssen. Oh Gott, nicht die. Shit, der klaut mich doch wieder. Der beklaut mich. Ich glaube tatsächlich, ich würde in dem Fall... Wir machen jetzt erstmal ein Erdbeben. So, das trifft nämlich alle Gegner. Das ist schon mal echt richtig nice. Sehr cool. So, und er hier macht doch theoretisch jedes Mal 2 Schaden, wenn er jetzt trifft. Ja. Auf den Bandit. Zack. Oh Mann. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Und das konnte ich auch nicht blocken. So, dann kommt er noch. Aber das habe ich geblockt. Sehr schön. Ja, dann machen wir gleich nochmal Erdbeben. Obwohl BP, glaube ich, auch ganz geil wäre. Weil dann könnte man das halt die ganze Zeit spammen. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, 2 Erfahrungspunkte. Ja, wir kriegen jetzt halt echt wenig Erfahrungspunkte. Ja, ist halt wieder schwierig, ne? BP. Es kommen aber halt auch wieder geile Orden bestimmt, die ich dann gerne haben möchte. Ist alles echt nicht so einfach, sich da das Richtige zusammenzureimen. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wir suchen einen versteinerten Kaktus. Beziehungsweise suchen wir... Alter, sind das viele. Ein paar Bäume. Denn irgendwo sollen Bäume sein und in der Mitte ist ein Secret. Ich habe leider keine Ahnung, wo diese Bäume sind. Ich würde halt jetzt erstmal dem Rätsel mit dem Kaktus nachgehen. Okay, jetzt sind wir erstmal hier. Kann ich denn mit dir nochmal reden? Ach, was für ein Jammer. Doch immer nicht der Funke eines Hinweises. Ich bin so frustriert, dass ich am liebsten alles hinschmeißen würde. Ah, wie traurig. Moment. Mario, das ist ein Fakt, dass du da in der Hand hältst. Es sieht aus wie... Nun, es sieht sehr wichtig aus. Trügen mich meine Augen oder ist das ein Hinweis auf die staubtrockenen Ruinen? Mario, alter Kumpel, bitte würdest du es mir überlassen. Klar, her damit. Oder gib es ihm. Ein Hoch auf Mario, umwerfend, alter Junge. Krieg ich einen Orden? Schon bald nun werden sich die staubtrockenen Ruinen aus dem Sandmeer erheben, das sie verbirgt. Als der brillante Archäologe, der ich bin, kann ich sagen, das muss es einfach so sein. Ja. Ich glaube, eine kleine Anerkennung sollte mir das schon wert sein, alter Junge. Hier, das hast du dir verdient. Einen Sternsplitter kriegt man dafür. Okay. Nehmen auf jeden Fall dankend an. Wo war denn dieser Kaktus, Leute? War der hier auf dem Weg irgendwo? Ach ne, jetzt sind wir hier. Ja gut, ich kann mich mal auf jeden Fall heilen. Aber wir gehen gleich nochmal rein ins Vergnügen. Denn diesen Kaktus will ich auf jeden Fall finden und die Bäume. Ich möchte gerne noch die Rätsel lösen. Das wäre toll. Und falls ihr sagt, hier gibt es dann immer noch Rätsel, beziehungsweise irgendwelche Geheimnisse zu entlüften, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare rein. Denn dann würde ich vielleicht auch offscreen nochmal hierher kommen und das ein bisschen zusammencutten. Aber hier jede Ecke jetzt absuchen, ich glaube, das wäre zu viel, oder? Oh Gott. So, erstmal müssen wir den versteinerten Kaktus finden. Ich glaube eigentlich, der war hier irgendwo auf dem Weg. Wir sind einfach nach rechts gelaufen zu dem Vorposten und dann kam der doch einfach, oder? Dieser Kaktus. Genau, da ist er doch. So, und von dem sollen wir jetzt 3 nach Süden und 2 nach Westen. So, zack. 1. Ja, Blöcke nehmen wir auch mit. Zack, eine Münze. So, 2. Gott. Das sind aber auch immer viele, ne? 3. Und jetzt noch 2 nach Westen.
So, eins. Oh Gott, nein. Voll reingerollt. Mit meiner Spin Attack. Okay. Ja, ich meine, wir machen jetzt eh echt viel Schaden. Eins, zwei, drei. Zack. Bam. So, er, ja, lohnt sich halt nicht mit ihm was zu machen. Nö. Nichts tun. Aua. Ba, ba, ba. Und nochmal. Ah, ist so geil mit dem Hammer. Zack, zack, zack. Bam. Mega. Geht viel schneller. So stark waren wir noch nie. So, waren mal die Münzen. Ah, die eine lasse ich. Oh, was ist denn das? Guck mal, da ist einer mit Blüte. Hat er was, hat das was zu bedeuten? Nee, ne? Oder? I don't know. So, hier soll jetzt eigentlich ein Geheimnis sein. Der Stein? Ist der Stein das Geheimnis? Irgendwie ja nicht, ne? Ja, was ist das? Ändert die Soundeffekte während Marios Attacke. Okay, das ist jetzt wieder so ein Orden, ja, den man nicht unbedingt braucht, ne? Aber ja gut, zu den 100% zählt er halt doch dazu. Wir rüsten den mal aus und hören uns das mal an. Den haben wir ja schon gehört. Wo ist denn eigentlich der A? B, C haben wir schon. A fehlt noch. Was zur Hölle? Was ist das denn für ein Geräusch? Hä? Ja, jetzt fehlt uns halt noch dieser Ort mit den drei Bäumen. Ihr hattet auch gesagt, ich soll, glaube ich, irgendwo in so einen Wirbelsturm reinspringen, ne? So, ist auch wieder so eine Blüte? Ja, auf jeden Fall, der hat uns noch so ein Secret gesagt. Ein Ort, wo drei Bäume sind. Dort in der Mitte befindet sich ein Geheimnis. Irgendwie so. Das hatte ich noch irgendwo gesehen. Kann ich da öfter sowas machen? Nee, hier geht es zum Beispiel nicht. Hier könnte ich jetzt auch wieder nach rechts gehen. Es sind halt so viele Plätze, die man abchecken müsste. Das ist schon echt hart. Oh Gott. Ja, aber Bäume haben wir hier auch nicht. Ich glaube, da könnte ich jetzt auch ewig durch die Wüste irren. Woher soll ich wissen? Soll ich mich mal in einen Wirbelsturm reinbegeben? Komm. Mal gucken, was passiert. So, ich trinke einfach mal einen Schluck. Wow, Kaffee. Okay, wir sind auf jeden Fall auf der Hauptstraße wieder. Ich gehe mal nach oben. So, hier können wir nach rechts gehen. Ja, es ist, glaube ich, sowieso in mehrere Etappen so komisch aufgeteilt. Hier ist wieder gar nichts. Da könnte ich auch wieder in den Wirbelsturm rein. Hier kann ich aber auch nach rechts gehen. Heilige. Da gibt es bestimmt eine Karte irgendwo, oder? Ah, guck mal, das sind die Bäume. Jawohl. 100 Pro. Ha! Und der Fluchtlohnorden. Selbst bei Flucht erhält Mario Sternpunkte. Oh, interessant. Interessanter Orden. Ja, okay. Also die Secrets, die wir holen sollten, haben wir gefunden. Theoretisch. Das heißt, wir können jetzt eigentlich wieder zurücklatschen nach Top Town, nehme ich mal an. Oh. Voll auf den Kopf ist. Diese Geräusche, ey. Ich mach das gleich wieder raus. So, einmal mit dem Hammer. Bam, bam. Bam, Alter. Vier Angriff einfach mit dem Hammer, ey. So gut. Das freut mich. So, Kopfnuss. Und wir haben halt einen Flächenangriff. Das macht's auch noch besser irgendwie. Shit. Dü, dü, dü. Und einmal mit dem Hammer drauf. Bap, 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 bam. Du, 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 du. So, Münzen nehmen wir mit. Jo, knapp. Ja, Leute, wie gesagt, wenn es hier noch irgendwelche Geheimnisse geben sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich da später nochmal drauf zurückgreifen. In den Vor... Also hier, weiß ich nicht. Sollen wir nochmal in den Vorposten gehen? Gibt es da noch irgendwas zu holen? Ich gucke nochmal kurz nach. Theoretisch könnten wir uns zumindest ein paar Items kaufen. Die vielleicht ganz cool wären. Was macht ihr denn hier?
Das ist etwas völlig anderes als unsere Arbeit im Palast. Wir sind hierher gekommen, um nach Spannung, Aufregung und Abenteuern zu suchen. Aber es ist zu heiß. Ich fühle mich völlig ausgetrocknet. Still, Mädchen! Die Hitze der Wüste ist nichts im Vergleich mit unseren Verlangen nach Abenteuer. Solange wir zusammenhalten, können wir alles ertragen. Zusammen können wir es sogar schaffen, das gesamte Königreich von einer Seite zur anderen zu durchqueren. Ich habe hier im staubtrockenen Vorposten viele seltene Waren erstanden. Und später handeln wir dann in den staubtrockenen Ruinen. Wir werden viel zu erzählen haben, wenn wir wieder nach Hause zurückkehren. Okay. Frage. Hat er jetzt neue Items? Nee, sieht nicht so aus. Kann ich was verkaufen bei dir? Verkaufen. Was möchten Sie verkaufen? Ey, da kriege ich ordentlich Kohle für das Zeug, ne? Aber das ist halt auch echt gut. Ich glaube, ich würde eins mal verkaufen, weil es liegt halt bei mir eh nur rum. Nee, noch was verkaufen nicht, aber ich würde, glaube ich, noch was... Obwohl, warte mal. Kaufe ich noch was? Eine Pilze. Ja, brauche ich eigentlich nicht, ne? Braucht man sowas, Leute? Ich weiß es nicht. Ich verkaufe das, glaube ich, das Zeug. So. Kaufen. Ja, und noch was verkaufen. Die Limette nehme ich auch noch mit. Verkaufe das Zeug mal. Ich glaube, ich brauche das nicht. So, ich hole mir lieber einen richtigen Pilz. KP, 2 BP. Lohnt sich halt gar nicht. Süßer Sirup, stellt 5 BP wieder her. Na, ich glaube, das war's. Wir haben echt viel Geld. Wir wollen uns aber auch wieder Orden kaufen, wenn wir jetzt nach Tod Town zurückkehren. Dementsprechend ist es, glaube ich, ganz fein so. Okay, können wir hier noch irgendwas tun, Leute? Achso, ich wollte... diesen Hammer, ey. Was zur Hölle? Okay, hier muss doch irgendwie mal die Möglichkeit geben mit der Röhre, oder? Warum kann ich nicht schnell reisen? Warum geht das nicht? Hä? Warum geht das nicht? Dieser Hammer. Werde ich doch verklagt von YouTube. Dieses Gestöhne. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz gucken, aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr, oder? Was sagst du? Man sagt, dass sich die Ruinen aus der Wüste erhoben haben. Ob das wohl wahr ist? Nö. Da kann ich schlafen und speichern. Komme ich hier noch was? Haben wir eigentlich noch Briefe? Ich glaube an den Papa, oder? Hat man nicht an den Papa noch einen Brief? Hey! Ich gucke mal hier rein. Hast du mir noch was zu erzählen? Wie ist es dir in den staubtrockenen Ruinen ergangen? Was? Das kann nicht sein! Bowsers Leute hatten die Ruinen bereits betreten. Oh, du hast sie verjagt. Mario, du hast dir im Ausdorfhaus ewigen Dank verdient. Du bist so nett, wie man nur sein kann. Ich wünsche dir viel Erfolg. Schade, ich dachte, wir bekommen noch was. Dafür, dass wir das getan haben. Aber nein. Gut, Leute, da würde ich aber sagen, das war's jetzt hier mit unserem Auftrag in der Wüste. Ich würde mal den Rückweg einleiten. Je nachdem, ob jetzt auf dem Rückweg was Spannendes passiert, werde ich dann wahrscheinlich schneiden. Ne? Das wurde auch so gesagt, dass das wahrscheinlich immer nicht ganz so spannend ist. Sobald wieder irgendwas passiert, schalten wir wieder ein auf jeden Fall. Dementsprechend, bis gleich. So Leute, ich habe gerade gesehen, auf meinem Rückweg durch die Wüste oder durch den Klippenfelsen, hier ist noch so ein Block, den können wir jetzt mittlerweile auch kaputt machen. Bedeutet, wir haben doch... Oh ja, wir können wieder... Oh cool, wir können jemanden aufsteigen lassen. Damit kann einer deiner Freunde aufgestuft werden. Welcher Mitstreiter soll aufgestuft werden? Ich würde diesmal Bombette nehmen. Ganz klar. Damit ihr auch immer stark wirkt. Soll dieser Mitstreiter aufgestuft werden? Natürlich. So, jetzt kriegt die mehr Damage und hat eine neue Attacke. So, Bombette wurde in den Superrang aufgestuft. Können wir ja mal ausprobieren. Geht's hier auch runter? Nö. Okay, dann würde ich sagen, ja, bis gleich. Jo, und damit herzlich willkommen zurück in Tod Town. Cool. So, mal sehen, was es Neues gibt. Tod Town, Tod Town, yay. So, cool. Was können wir denn hier Neues tun? Also Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen nochmal in diese Röhre rein, oder? Wir hatten da nämlich so eine Röhre, da sollte man,
rein oder konnten mal reingehen und da gab es aber so starke Gegner. Mittlerweile sind wir aber auch eine ganze Ecke stärker geworden, deswegen. Hammer, scheiße. So, was war denn hier drinne? Achso. So, hier hattet ihr auch gesagt, hier ist ein Schalter an der Wand? Den hatte ich halt auch überhaupt nicht gesehen. Wo war denn hier ein Schalter? Hattet ihr nicht gesagt, hier ist ein Schalter an der Wand? Also ich sehe keinen Schalter. Okay. Aber wir gehen auf jeden Fall hier in die Röhre rein. Ich denke, wir sind mittlerweile ziemlich stark. Ich hoffe, es reicht. So. Da hat man nämlich so krasse Goombas, glaube ich, ne? Irgendwie so war das doch. Ich würde aber auch auf Goombario rüberrüsten. Obwohl, warte mal. Koopa? Ich glaube, Koopa ist besser. Ah, die Musik ist cool. Ich liebe die Musik. So, genau, da sind sie. Bam! Ruf da. Okay, zwei Stück. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Koopa der beste Mann dafür ist. Ich mach Erdbeben, glaube ich, direkt. Oh. Verstärken wir den Angriff, oder was? Der Zauber verstärkt deinen Angriff. Oh, geil. Bin gespannt. Alter, 5 Schaden. So, und jetzt Koopa mit seinem Panzerstoß. Bam, Alter, 3. Nice. Schön, kriegen wir 4 Erfahrungspunkte. Sind wir bei 90. Also ich bin guter Dinge, dass wir hier vielleicht gleich noch aufsteigen. So. Da haben wir auch noch einen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Pieksicken, habe ich den schon gescannt? Wir gucken mal kurz. Shit. Sind auf jeden Fall 2 Stück. Den haben wir auch schon gescannt. Okay, schade. Anti-V-Hieb. Haben die Rüstung? Ah, das sieht man jetzt gar nicht. Okay. Ich sag einfach mal nein. Die haben keine Rüstung, okay. So, er ist jetzt halt useless. Mitglied wechseln. Wir nehmen mal Bombette. Gucken mal, was sie so drauf hat. Shit. Ah, schon wieder nicht geblockt. Richtig schlecht. Okay, wir machen einen Hammerschlag oder Erdbeben. Nee, Hammer. Bam, bam, bam. Zack. So. Und dann Powerbombe. Eine Explosion, die alle Bodengegner trifft. Oh, die ist bestimmt stark. Die einen Bodengegner trifft. So, das machen wir mal. Müsste mittlerweile auch nur 5 Schaden. Ich hätte gedacht, es macht mehr. Schade. Ah, Spieler nicht geblockt. Was ist denn da los? So, und einmal mit dem Hammer drauf, bitte. So, es wurde ja gesagt, wenn hier viele Items mitgenommen werden, könnten wir hier easy durchrushen. Meinte zumindest ein Schild oder irgendein Typ hier in der Stadt. Bin mir jetzt auch nicht so sicher. So, wir gehen mal weiter. Was passiert? Aber ich gehe mal auf Goombario, weil es gibt bestimmt hier neue Gegner, die wir noch scannen müssen. Blooper! Oh Gott, was? Schatzkiste. Der hat eine Schatzkiste. Okay, die Frage ist, können wir den besiegen? Als erstes, scannen. Zack. Das ist ein Blooper. Blooper lauern in den dunklen Pfützen der Tunnel unter Tottown. Maximaler KP 30, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Okay, kriegen wir, glaube ich, hin. Sind eher unscheinbar. Obwohl, man muss sich schon fragen, wie sie es schaffen, so durch die Luft zu schweben. Gute Frage. Aber mit dem Hammer können wir da, glaube ich, nicht viel machen, ne? Nee, da ist jetzt Hammer-Time eher nicht so gut. Aber egal, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin irgendwie. Hoffe ich. Danach sind wir auf jeden Fall Level up. Schläfert Gegner mit einem sanft Wiegenlied ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug ist, das zu machen. Ich würde aber das... Das lohnt sich jetzt auch noch nicht. Okay. Aber wir haben nicht mal die Sprungattacke aktuell. Ah. Okay, los. Mann, dieser Ton. Ich muss den unbedingt rausmachen. So, was passiert jetzt? Ah, ich habe geblockt. Sehr schön. So muss das, Leute. Okay, ich würde sagen, wir machen... Ah, wir können halt... Das nervt mich so.
Wir können nichts machen. Außer zwei jämmerliche Schadenspunkte zu machen. Das ist halt echt nix. Ach, Mario. Was machen wir nur mit dir? So, zwei Schaden ist halt echt traurig. Da bist du halt ein bisschen stärker, ne, mein Freund? Mit deiner Kopfnuss. So. Machen wir vier Schaden. So, mal sehen, ob ich das wieder so meisterhaft blocke. Ja, ey, was ist denn da los? Normalerweise dann drei Schaden oder vier Schaden? Wir machen Erfrischung. Ja. Let's go. Ich weiß nicht, ob Wiegenlied cool ist. I don't know. Ich weiß auch nicht, ob das auf den wirkt. Keine Ahnung. Da. So, wir kriegen auf jeden Fall ein paar Punkte. Sind wieder voll. Und machen Kopfnuss. So, dann ist er auf 18. Ja, wir kriegen das easy hin. Wird halt ein bisschen langwierig jetzt. Aber ich block wieder. Sehr schön. Ich finde es schade, dass man im Kampf keine Orten tauschen kann. Ich glaube, das wäre ganz geil. Aber die sind halt... Ja, ich hätte Para-Carry, glaube ich, nehmen sollen. Ja, kann halt nichts machen jetzt, ne? So, müssen wir jetzt halt so durchstehen. Oh, was passiert da? Was machen wir? Was kriegen wir? Verteidigung oder was? Reduziert Schaden, den du ja einstecken musst. Ja, das ist so nice. Ja, keinen Schaden bekommen. Hä, so gut, ey. So. Zack, zack. Dann er nochmal, Kopfnuss. Und dann nächste Runde müsste man haben. Theoretisch. Au. So. Und du nochmal. Ich hoffe, ich krieg's hin. Jawohl. Und er ist down. Jo. Ich denke, den hätten wir auch schon das letzte Mal besiegen können, theoretisch. Aber, oh ja, so hat man es auf jeden Fall ein bisschen leichter. Und ein Level Up, Leute. Ich bin mit meinem BP eigentlich aktuell zufrieden. Ordenpunkte könnten zwar ein bisschen mehr sein, aber ich bin mal nicht so, ich gehe mal auf KP. Ich glaube, es ist das Richtige. Mal ein bisschen Verteidigung wieder zu machen. So, was haben wir denn hier noch drinne? Schrumpferorden erhalten. Verkleinert einen Gegner und schwächt ihn. Krass. Aber das geht ja bestimmt auch wieder nicht auf jeden Gegner, oder? Das kannst du bestimmt nicht mit dem Boss machen. Das ist halt irgendwie doof. Naja. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Beim nächsten Mal geht's wieder weiter. Einschalten zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.